Hallo Leute, ich begrüße euch wieder bei Crusader Kings 2, wo wir hier immer noch Dänemark dabei zuschauen können, wie es am Bröckeln ist. Und ich immer noch der Meinung bin, ich muss mehr vorsichtig sein. Wir haben ja mittlerweile, wir haben immer noch Erbteilung. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Wir gehen aber momentan einfach noch nicht lang genug. Das dürfte, aber unsere Vasallen sind prinzipiell scheinbar alle zufrieden gerade, ja. Das heißt, wir müssen einfach nur warten, was jetzt bald erfüllt sein dürfte. Aha. Kann ein bisschen Diplomatie, aber nicht besonders viel. Da schauen wir mal lieber, dass wir den hier verheiraten, so. Ja, stimmt ihm zu, sehr schön. Oh, monetär. Studieren, Forschungsdingsbums Klau hat was gebracht. Jetzt die Frage, wofür? Technologie. Hier bei der Kultur. Wir könnten mittlerweile bestechen, das kostet aber noch nicht viel Gold. Ne, wir bleiben mal dabei, dass wir dem Mann hier einfach sagen, ja, lass mich in Ruhe. Technologie. Ich würde das hier eigentlich gerne bekommen, wobei das hier auch interessant wäre. Und bald zu erreichen, einfach für ein paar Pluspunkte oder Majestät. Wäre auch sehr nett. Das muss ich mir entscheiden, wenn ich dann genug Punkte habe. Ansonsten will ich jetzt gerade eher ruhig ansehen, weil wir haben hier... Gut, er ist Zwilling. Ich habe gerade schon mal einen kleinen Testanlauf gemacht, weil ich ja zuletzt mal so ein bisschen Problemchen hatte, auch technisch. Und da hat der hier ordentlich Probleme gemacht. Und daher... Gerade bei der Situation, es hat sich jetzt ja... Wir konnten zwar ein bisschen was erobern, aber... Ich bin da eher vorsichtig. Unser Kämmerer hat Gerechtigkeits... wird für seinen Gerechtigkeitssinn gelobt, weil er so gute Arbeit macht. Ja, gerne. Wir lernen mittlerweile Intrige. Ja, das hatten wir angefangen. Das Einzige, wo wir noch Punkte brauchen. Sieht es hier aus? Ja, das ist das Huskia-Übungsgelände im Bau. Und hier kaufen wir uns mal die höhere Burgmauer, damit wir auch die Burgstadt da ausbauen können. Ich möchte echt gerne unsere Einnahmen noch weiter steigern. Das lohnt sich halt einfach. Wie alt sind wir eigentlich? Alle 42. Oha. Oha, oha. Und ich glaube, wir jetzt sagen, wir hatten hier noch die Intrige am Laufen. Und da will nämlich noch jemand mitmachen. Und noch jemand. Ja, Leute, gibt sicherlich frischen Wind. Außerdem können wir mal schauen. Wir könnten mittlerweile unter Umständen... Ja, noch sind es nicht 10 Jahre. Aber die sind dabei. Sehr schön. Mehr wird es jetzt wahrscheinlich dann auf den Anhieb nicht geben. Nee. Schade eigentlich. Und ich glaube, die Alternativen, die wir haben, ist auch, sind auch alle nicht so besonders spannend. So. So. Du? Nee, gegen Kiew interessiert mich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Das ist einer, der sich da gerade auf den Weg macht, dort ein kleines Reich versucht zu erobern. Aber den sehe ich jetzt nicht als so wichtig, an den zu unterstützen. Lieber, dass wir hier zusammensparen, dass wir das vielleicht noch ausbauen können. Oh ja. Oder halt hier gleich die Burgstadt. Das wäre auch schon mal viel wert. Und wie sieht es jetzt aus? Ja. Erbteilung. Nicht Erbteilung. Von Erbteilung zu Primogenitur. Dann sind natürlich erstmal alle wieder ein bisschen mehr verärgert. Wie man hier sieht, weil wir haben gerade die Sachen geändert. Und unsere dumme Erde, wir sind damit nicht mehr verantwortungsbewusst. Wohltätig, das würde noch mehr auf Diplomatie geben. Würde uns Bildung geben. Ich glaube, wir nehmen mal Bildung. Diplomatie ist bei uns zwar schon gut, aber Bildung gibt uns ein bisschen Technologiepunkte noch. Unsere Domäne, warte, wir hatten die Finnmark noch. Es gibt irgendjemand, der die hier haben will. Du nämlich.
Dem geben wir die einfach mal. So. Weil der, das gehört dort zum Herzogtitel mit dazu. Da Ansprüche, aber das will ich alles nicht. Vor allem, man sieht hier England. Da ist ein bisschen. Ist da ein bisschen Dänemark drin, ja. Aber das ist nichts, womit ich mich anlegen will. Bin sowieso gespannt, wie das mit den Dänen weitergeht. Abgesehen davon, dass wir ja schon wieder beim König nachhelfen, müssten die ja nicht irgendwann ihre Kriege alle mal verlieren. Und was für uns interessant wäre, ich habe hier kaum vernünftige Kriegsgründe. Deswegen stellen wir uns mal hin. Fangen mit dem mal an, Ansprüche zu fingieren hier, damit wir uns wenigstens stückweise weiter ausbauen können. Und wir nehmen vielleicht mal einen fähigeren Kanzler. Oh ja. Dann nehmen wir mal den dort. Das ist doch schon besser. Und du klaust noch Technologie, das ist auch gut so. Wie sieht es hier aus? Fast fertig. Ich will das Burgstädtchen eigentlich unbedingt haben. So, und Burgstädtchen ausbauen. Ist zwar gut teuer, aber gibt danach halt mehr Steuereinnahmen. Und dann weiter gemütlich abwarten. Ich hätte jetzt zwar gerne, würde hier gerne für euch mehr Action präsentieren, aber ich befürchte, das geht ziemlich schief, wenn ich das probiere. Wirtschaftsforschung. Im 10 Jahre geht nur unsere Sachen rein. Die Frage ist, ob ich irgendwie. Wie sich unsere Forschenden da auswirken. Aber ich denke, das sind nur die einzelnen Events, die die auslesen können. Wir können hier jetzt. Ich schreibe zwischen Majestät, was halt für mehr Gewinn sorgt. Bei Pietät und Prestige, was halt für einen ansteigenden Herrscher wichtig ist. Oder direkt Sitten hier, was halt auch direkt bei allen Adligen 2 Punkte gibt. Aber ich glaube, wir nehmen hier lieber Majestät. Da könnte ich leicht Infanterie oder Kavallerie, das brauche ich, aber will ich gar nicht so dringend. Wobei, was macht eigentlich. Leichte Infanterie wäre vielleicht ein Gedanken wert. Ja, ich denke, wir sparen lieber auf schwere Infanterie. Und können wir das aber schauen, wie das hier aussieht. Da arbeiten wir dran. Das wäre nämlich das nächste, was interessant wäre. Militärorganisation. Damit wir die hochdrücken und dann auf jeden Fall deutlich mehr Gefolge aufbauen könnten. Da hat Dänemark sich ein Stück zurückgeholt. Aber trotzdem hat Dänemark hier, glaube ich, insgesamt schon wieder verloren. Also so oder so, der Krieg ist für die nicht gut. Mittlerweile haben sich hier England und ich denke, das hier ist der Vorläufer von Wales. Heißt zwar nicht so, aber liegt halt da, wo Wales liegt. Ja, das gäbe noch das Königreich Wales, da wäre dann das bisschen da unten noch mit drin. Wow. Den haben wir, wobei ja, Burgstädtchen hier bauen wir schon und hier können wir noch nicht wieder, nicht? Ja, sparen wir mal weiter. Wir könnten sonst auch mal, wir könnten plündern gehen. Einfach mal hier reichlich Schiffe. Habe ich so ein bisschen Zeitvertreib und nehme hier mal unsere eigenen Truppen immer aus den Gebieten. Sind dann zwar auch ein paar Vasallen mit dabei, aber was soll's. Ich glaube, du gibst. Ja, dich nehmen wir auch. Und sehr zufrieden bist du mit mir. Guck mal vorher, ja, du bist zufrieden genug. Gut. Dann sammeln wir uns dann nämlich einfach mal eine kleine Flottille zusammen. Fahren nicht wieder bis nach Italien dafür oder sowas. Halt, stopp, einmal aussteigen. Also einmal das hier aktivieren. Wir können zum Beispiel so in Friesland, wobei bei Friesland muss ich vielleicht schauen. Ich glaube nämlich, Friesland ist nicht ganz ohne. Wir sind alle bei 19.000. Dänemark ist immerhin wieder bei 14. Friesland ist bei 9.000, also die könnten bedrohlich werden, wenn wir da anlanden. Müssten wir ein bisschen aufpassen. Aber wir probieren das einfach mal hier in dem Gebiet.
man das recht langwierig dauert. Ja, der ein oder andere meckert über die Truppen, aber was will man machen? Wie viel zieht er da? Oh, wir hauen wieder ab. Wir hauen wieder ab. Ja, sehr schön, da passiert mal was. Dann probieren wir es einfach mal bei der Bretagne. Nicht, dass wir da nicht auch ewig für bräuchten. Ja, wir müssen es leider noch einmal versuchen. Kriegen wir hier vielleicht mittlerweile noch jemanden? Ja. Das gibt der Intrige vielleicht noch ein bisschen neuen Aufschwung. Auch den einen oder anderen dazu bekommen, der ihn nicht mag. Wie viel haben wir da? Wie viel Gegenwehr? Das ist ja gefährliche Fraktion. Uff. Wer, was bist du? Ein kleines bisschen Beute haben wir schon mal. Oh ja, ich sollte weiterlaufen lassen. Was passiert? Diese gefährliche Fraktion ist halt bedenklich. Vor allen Dingen, weil wir den nicht umbringen können. Wir könnten noch ein bisschen Geld in den Arsch schieben, damit wir da sicher gehen, dass der da vielleicht die Finger von lässt. Leider kann man die von so einer Fraktion halt nicht abbringen. Das ist doof. Aha. Die ist sogar gar nicht so schlecht. Unsere Tochter. Da könnte man drüber nachdenken, sie in den Rat zu setzen. Und prinzipiell erstmal wieder Intrigen aufzudecken. Und ich wollte mal schauen bei dir, wenn ich dich ermorden will. Wir könnten sonst bei Zeiten sie dahinsetzen, um das Ermorden zu finanzieren. Ist zwar riskant, aber könnte man machen. Burgstädtchen gebaut. Ich bin ja gerade echt, ob sich das lohnt, das hier durchzuziehen. Okay, das akzeptieren wir mal. Dann fehlt uns zwar so gesehen wieder unser Hofspitzel hier. Setzen ihn dann wieder neu dort ein. Da haben wir unsere Tochter halt erstmal mit Dänemark vereint. Oh ja, Dänemark hat sich hier wieder gefangen. Jetzt dürfte Dänemark auch wieder... Ja, jetzt sind sie sogar nominell stärker als wir. Schade, aber wir haben den dessen da oben ja sogar was wegnehmen können. Aha, Ruf zu den Waffen. Sachsen und Königs... Ja, wir akzeptieren das mal. Einfach um mitzubekommen, wie er auf die Fresse bekommt. Weil die wollen ihm hier scheinbar was abnehmen. Oder wie sieht das aus? Ja, da wird er angegriffen aus England und hier auch. Das heißt, da muss er sich sogar verteidigen momentan. Das ist super interessant. Sie wurde Hofspitzel, kein Wunder bei ihren Werten. Die hätte ich auch gerne selber als Hofspitzel behalten. Aber bei einem Bündnis mit Dänemark ist halt erstmal verlockend genug zu sagen, ja, machen wir. So. Damit haben wir das erobert und jetzt beginnt nämlich auf einmal wieder das Plündern. Und hier noch ein bisschen was, was super schnell geht. Wir haben einen Anspruch gegen Dänemark. Lasst es sein. Den können wir da jetzt eigentlich wieder wegnehmen. Du hast keine Truppen mehr anzuführen. Du hast Militärforschung weiterzumachen. Beziehung verbessern. Unmut sehen. Ich glaube, wir machen damit weiter. Warum jedes Mal die Pietät einzusacken? Und er scheint dort in Dänemark in England rausgepurgelt zu werden. Der arme, arme Däne. Tut mir aber leid. Wobei er da beim einen Krieg durchaus was gewinnt. Das ist mit dem Weißen Frieden vorbei. Ja.
schrecklich. Ja, das nehmen wir auch mal an. Das gibt uns mal auch ein Bündnis. Da, beziehungsweise das Bündnis, so gesehen, hatten wir quasi schon. Wir mussten, sie waren jetzt nur alt genug, um zu heiraten. Angedacht hatten wir das schon früher. Mhm. So, damit haben wir das leergeräumt. Nehmen wir einfach mal das... Ja, nee, ich möchte mich eigentlich nicht weiter mit der Bretagne dafür anlegen. Da versuchen wir uns einfach mal ganz eiskalt hier unten weiter. Wir haben unseren Seher verloren. Machen wir mal weiter mit Kulturforschung. Hier hätten wir jetzt Punkte, aber ich möchte... Ah, Militärorganisation kann ich, sehr schön. Würde uns Moral geben, globale Versorgungslimit wird es erhöhen und würde mehr Gefolge nehmen. Das machen wir. Denn jetzt dürfte bei unserem Gefolge sagen, jetzt können wir deutlich mehr. Nehmen wir natürlich aber noch ein Huskal Gefolge dazu. Wir könnten sogar noch so ein Gefechtsfolge, aber das will ich eigentlich nicht. Wir sind hier, wir gehen plündern. Und sehen, was passiert. Und wie lange wir hier brauchen. Oh Gott, das ist ja alles so langsam. Aber die haben. Ah, doch, die haben eine bedrohliche Truppengröße. Das lassen wir mal lieber. So, ist hier nochmal. Na, ist aber auch nicht wirklich toll. So weitergeht, landen wir jetzt doch wieder im Mittelmeer hier unten irgendwo. Da gehen wir mal hin. Momentan geht es ja recht stabil. Da kriegt er gerade voll auf die Fresse, finde ich super. Drängt die Dänen weiter zurück. Gut, stärkt England, ist für mich nicht unbedingt optimal, aber naja. Und wir haben hier auch nicht Prozent verloren. Aber dafür jetzt unsere Tochter natürlich als Unterstützerin, was ja klar ist. Und die, da sie dort Hofspitzel ist, gibt sie jetzt unheimlich viele Punkte. Das heißt, da hat er sich so gesehen sein eigenes Grab geschaufelt. So, und hier... Schauen wir jetzt einfach mal, wie es mit Rom klappt. Da brauchen wir, glaube ich... Oh, das geht sogar von der Zeit zum Erobern. Und ich habe meine Intrige verbessert. Habe ich damit schon... Ja, müsste ich eigentlich. Müsste gleich eigentlich kommen, Ambition erfüllt. Ja. Leider werden wir keine weiteren Ambitionen mehr bekommen. Sehr schön. Unsere Tochter bringt ihn um. Wobei... Ach, das ist die Intrige, die wir haben. Ich dachte gerade, das wäre die Ambition, aber nein. Boom. Und wir haben ihn umgebracht. Jetzt sitzt da sein Sohn mit unserer Tochter. Nachfolgerin wäre seine Schwester. Schade, dass unsere Tochter da nicht rein kann. Das wäre zu gut gewesen. Und er selbst mag uns sogar halbwegs, ja, das lassen. Weil wir könnten ihn, glaube ich, einfach wieder umbringen. Weil wir da ziemlich sicher... Ja, unsere Tochter mit da reinbekommen, wobei die jetzt gerade nicht auf dem Posten ist. Dann können wir es auch lassen. Gucken, sonst noch was Interessantes haben. Nee, brauchen wir jetzt gar. Wobei, was ist denn? Wir können einfach mal schauen. Was hältst du denn das da? Hedemark, das liegt, glaube ich, die juremäßig bei uns mit drin, oder? Ja, das heißt, das wäre durchaus interessant, das zu bekommen. Warum Ausländer? Weil wir sind, weil wir norwegisch sind. Oh. Mhm. Interessant. Ja, wir können das auch mit der Heidemark mal probieren. Oder was wäre das hier? Dort unten. Nee, das lassen wir, glaube ich. Wir lassen das doch nicht. Wir haben ja schon 6 Titel, damit gebe ich mich jetzt einfach mal zufrieden. Ja, du hast das mit Earl abgegeben. Das ist auch okay, weil wir haben ja die Verschwörung eh beendet. Knut von die Zotze. Jetzt ist es interessant, weil jetzt ist sie wieder Hofspitzel. Und da gibt alleine sie schon so viel.
Und er macht auch wohl noch mit. Die meisten mögen ihn aber erschreckenderweise ziemlich gerne. Oh ja, das gibt, glaube ich, genug, dass du auch mitmachst. Dich kriegen wir doch sicherlich auch dazu. Ja, dich wohl eher nicht. Bei dir ist es knapp, aber du dürftest dich dafür nicht lohnen. Aber wir probieren es einfach mal. Nee, nicht für den Preis. Vergiss es. Oh. Unsere Tochter starb im Alter von 17. Wie sieht es eigentlich bei unserem Sohnemann jetzt aus? Er ist gesellig. Oh, das ist gut. Hat einen super Diplomatiewert. Das freut mich doch. Die unterstützen das. Sehr schön. Frage ist jetzt gerade, hat unsere Tochter wieder einen Einfluss verloren oder was? Scheint ja fast so. Oder ist sie gerade gestorben? Ah, super, sie ist gerade gestorben. Ja, dann kann ich die Intrige auch wieder beenden. Weil mit ihren, ohne ihren 100% haben wir da keine Chance. Können wir uns hier lieber ums Plündern, was hier recht gut geht. Und unsere Kassen füllt. Oh ja, 300 haben wir da schon. Sehr schön. Wenn wir wieder da sind, können wir das Ganze nutzen, um ein bisschen was aufzubauen. Wie sieht es bei Technologie aus? Haben wir da schon was für ein Interesse? Stadtinfrastrukturen, Burg- und Kircheninfrastruktur ginge, aber es gibt halt Gebäude für die Kirche, wo es gäbe Steuern dazu. Dann holen wir uns das, glaube ich mal. Um der Steuern willen. Weil wegen mehr Geld und so. Auch wenn wir hier gerade viele Ausgaben haben, holen wir doch gut was rein. Durch das Plündern da unten. Vor allen Dingen die erste Burg haben wir, die zweite Burg haben wir gleich so gesehen. Aha. Da wurde jemand eingesperrt, unsere Tochter als Regent, hilft uns nur halt herzlich wenig. So, da haben wir eine Burg. Oh, nee, das ist die Stadt haben wir zuerst. Die Burg haben wir schon mal die Finger von gelassen. Ach stimmt, weil das nicht dazu gehört. Kommt jetzt die Burg und da sieht man auch, das dauert deutlich länger. Aber gibt dafür richtig viel Beute. Ich kann währenddessen schon mal an unserer Burg hier weiterbauen. Da kommt nämlich das erste Grundlegungsgelände rein. So. Und mit dem, was wir zurückbringen, finanzieren wir dann den Ausbau des großen Huskal-Übungsgeländes. Knut verlor. Ah, England hat sich das dann geholt. Damit kann ich wohl erstmal leben. Ah, komm schon. Kirchenstadt hier erobern. Sieg dort. Wir sind jetzt offiziell Wikinger, was Prestige gibt und Kriegskunst. Ja. Und ich würde sagen, wir sitzen jetzt schon gut dran. Ich werde das im heutigen Part, das Plündern, wo ich mir fertig bekomme. Also machen wir hier für heute erstmal Cut. Und beim nächsten Mal machen wir weiter, wo wir den Rest leer räumen und uns über unsere Beute freuen. Ja, bis dann, Leute. Macht's gut.